Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge mittlerweile schon von Project Unstable. Warum sage ich eigentlich schon mittlerweile immer schon wieder, schon die so und so viele Folge? Keine Ahnung. So, ich war ein bisschen fleißig. Ich lasse hier gerade noch ein bisschen was machen wegen Coolant und Overclocker und bla, blub. Aber hauptsächlich, heute machen wir so ein bisschen Reaktorspaß. Ja, wir können auch Spaß mit Reaktoren haben. So, dafür brauchen wir einen Nuclear Reactor. Da brauchen wir Dense Lead, Advanced Circuit. Das habe ich alles schon mal vorbereitet. Außer die Chamber, weil ich kein Eisen hatte. So, wir brauchen ein paar. Mehr kann ich nicht machen. Ich hoffe, es reicht. So, also wir brauchen auf jeden Fall schon mal drei davon, ne? So, dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall schon mal unseren Nuclear Reactor. Dieses wunderschöne Ding hier. So, ihr seht, ja, wir haben jetzt hier nur dreimal. Sind das 1, 2, 3, 4, 5, 3x 6 zur Auswahl. Das können wir aber mit Reaktor-Chambern noch erweitern. Wartet, ich muss kurz aufladen. Ach! Er ist kaputt gegangen. Endlich! Ich dachte schon, er geht nie kaputt. Ja, ich hatte nämlich die ganze Zeit schon das Problem, dass irgendwie der Reaktor nicht kaputt gegangen ist. Der hat sich, nicht der Reaktor. Der Rotor hat sich gedreht, 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 ist nie kaputt gegangen. Aber trifft sich gut, dann können wir nämlich nochmal einen neuen craften, auch wenn es natürlich jetzt in der Aufnahme ist und keinem gefällt und ja. Wenn dem so ist, dann tut es mir leid. Ich brauche 4 mal 3, das hat man schon mal ausgerechnet, 12. 12 plus 24. Das heißt, ich brauche 24 von den Dingern, also 12 so. So, und dann brauchen wir 24, das heißt, eigentlich brauche ich nur 4. Machen wir auch mal Nummer 4. So. Und dann bin ich heute mal spendabel, weil es schnell gehen soll. Und hau hier einfach mal so ein paar Overclocker rein. So. Denn ich möchte gerne meinen Reaktor hier wieder abbauen können. So. Moment. Steelblock brauchen wir noch. Das ist teurer. Habe ich den noch? Nehme ich nicht. Okay. Das muss nämlich da rein. Das ist ein bisschen teuer, aber ansonsten. Stahl kriegen wir ja auch immer mal rein, ne? So. Wo war ich stehen geblieben? Reaktor Chamber brauchen wir noch. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Wir haben natürlich keinen. Machen wir jetzt einfach mal diesen da. So, wir brauchen noch genau 2. Es trifft sich doch sehr gut. Und dann noch ein paar Lead Plates. So, machen wir noch 2. Und dann haben wir die 6. Reactor Chamber. Sehr, sehr schön ist das. Das hat auch schon ein bisschen gemacht. Kinetik. Achso, das haben wir, das brauchen wir. 2, 3. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Carbon-Dinger, die jetzt gerade hier durchrattern. Okay, in der Zwischenzeit können wir ja schon mal anfangen. Und zwar brauchen wir nämlich noch Folgendes. Wir brauchen Reinforced Stone. Allerdings, ne, man kann sich nicht anzeigen, wie macht man denn den Mist. Reinforced Glass, okay, macht man aus Advanced Alloy ein bisschen anderem Zeug. Apropos Advanced Alloy. Jetzt habe ich keine Bronzeplatten mehr. Okay. Also, Bronze ist das und das. So. Haben wir 24. So. Okay. Das Ding ist auch fertig. Das heißt, hier können die Overclocker mal raus. So. Okay. Nein, so rum. Okay. Alles klar. Dann crafte ich noch schnell den Rotor. Ist jetzt ein bisschen durcheinander alles. Na gut. Egal. So. Letzten Rotor. Alles zusammen. Und wir haben nochmal einen Kinetic Wind Generator Carbon. Ist auch nicht schlecht. Ich dachte nämlich schon, der geht nie kaputt. So. Und er produziert natürlich keinen Strom, weil es zu schwach ist.
Wie lade ich den jetzt am besten auf? Ich will das Ding nicht normal craften müssen. Und ich wette, ich muss es normal craften, wenn ich es jetzt mit irgendwas anderem abbaue. Na gut, wir können ja mal abwarten. Okay, das macht noch Lapis, genau, für Overclocker dann. Was wir jetzt noch brauchen, ist halt Reinforced Stone. Wie bekommen wir da dran? Ganz einfach, wir müssen einfach ein bisschen was produzieren. Und also in dem Overwashing-Plan und Thermal Sand Refuge, was wir da jetzt aufgebaut haben, da drin müssen wir da jetzt was produzieren. Und ich hätte mal gesagt, weil es so schön ist, nehmen wir gleich mal Uran. Da, falsch. Da. So, und dann müssen wir aber. Ah, jetzt ist der Mesa Raider gerade am. Das Overwashing-Plan brauchst du dann später eh, also daher so. Dann mach du mal schnell bitte. Können wir eigentlich mittlerweile schon hier, warte mal. Coolen Cell, ne? Guck mal, haben wir noch Tin? Nein, noch nicht. So. Selbst ist er. Tin und den Forge Hammer. Dann Tin. Warum ich das immer da oben reinpacke? Ich habe keine Ahnung. So. Okay, müssen wir jetzt warten, bis das letzte Ding fertig ist. Und dann. Ich meine, ein Overclock könnte man ja theoretisch schon mal machen, ne? Circuit. Einen. Und Copper Cable brauchen wir auch nochmal zwei. Muss ja das Copper Cable machen. Yeah. So, aber wir sind hier fertig. Ach ne, das Zeug ist mal drin und jetzt hauen wir mal hier ein bisschen Uran durch. So, wenn wir das machen, können wir ja hier. Jetzt geht es direkt ins ME-System. So, wir sammeln das mal. Crushed Uranium Ore. Das da. Das können wir jetzt noch ein wenig aufbereiten, indem wir es in den Overwashing-Plan packen. Der braucht halt eine ganze Weile. Das sieht man auch schon, dass der halt ein bisschen. Ach ja, Increase Power to 430. Okay. Und ihr seht, jetzt geht es ein bisschen schneller. Und wir bekommen Purified Crushed Uranium, Tiny Pile of Lead und Stone Dust. Und Stone Dust ist im Endeffekt, was wir brauchen. So, jetzt will ich mal gucken, können wir eine Overclocker machen? Yay. Da nochmal ein Circuit. Und vielleicht doch nochmal ein paar Copper Cable mehr. Das ist jetzt einfach mal so 10 mal oder so. Einfach nur, dass wir dann ein bisschen was auf Tasche haben. So, das ackert hier durch. Das ist sehr schön. Upsala. So. Und was wir nämlich machen können, wir können mit Hilfe von Wasser und mach das mal so. Wir können mit Hilfe von Wasser und dem der ist da drin. Und Stone Dust kriegen wir sogenanntes. Oder auch nicht. Es ist aber Wasser. Wartet. Ach, Quark, nicht mit Stone Dust. Wir brauchen natürlich CF. Ne, wir brauchen hier CF-Powder. Das ist Stone Dust, Sand und alles mögliche andere. Das heißt, wir brauchen sogar 6 Stone Dust. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber na gut, man kann sich auch mal irren. So, das können wir jetzt hier zum Beispiel in die Fluid Solid Canning Machine packen. Dann dauert das einen Moment. Und wenn wir mal. Gut, dass ich so ein paar Universal Fluid Cells habe. Dann können wir nämlich das ganze Zeug dann gleich abschöpfen und alles Mögliche. Gucken wir mal. Da kriegen wir einen Eimer IC2 Construction Foam. So. Was wir noch brauchen, ist ein CF-Sprayer. So. Denn mit Hilfe eines CF-Sprayers sind wir in der Lage, das Zeug. Jetzt, okay, also Master hat mir gesagt, ich sage zu oft M.
Ich versuche das jetzt. Ich habe es gerade selber gemerkt, dass ich M gesagt habe und ja. Ich mache das halt im Unterbewusst, aber ist mir jetzt egal. Okay, wir haben CF-Powder. Dann wieder da rein. Jetzt sage ich mal nicht M. Jetzt wollte ich gerade schon wieder M sagen. Das ist total nervig, wenn man sich selbst drauf konzentriert und dann noch merkt hier, ey, ja, ist Kacke. So, dann haben wir noch einen Overclocker und den können wir noch irgendwo reinballern. Ich hätte mal gesagt, ein Thermal Centrifuge. Nee, die braucht dann nur am Ende Zeit. So, machen wir es so. Passt. So, hier können wir wieder auch eine Universal Fluid Cell rauskriegen. Wunderbar. CF Sprayer. Ich glaube, ich habe schon wieder M gesagt. Kann das sein? Kann ich den auch irgendwie anders laden? Irgendwie mit zusammencraften? Ne, kann ich. So. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich muss wirklich. Okay. Gut, dass ich noch eine zweite Fluid Solid Canning Machine gemacht habe. Dann können wir nämlich jetzt hier einfach wieder sagen, in den Fill Mode. Dann können wir jetzt hier das Zeug da reinballern. Perfekt. Und dann können wir das Ding jetzt mal ein bisschen aufladen mit CF Powder. So, machen wir das auch noch da rein. Ja. Zwei Bugs. Perfekt. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein sogenanntes Iron Scaffold. Das sind Iron Fans, die wir aus Iron Casing Zeug Gedöns kriegen. Moment, ich habe doch, glaube ich, noch ein Stück Forge, genau. Dann können wir da jetzt einfach mal jetzt hier ein paar. Iron Case. Okay. Dann kriegen wir die Fans raus. Jetzt habe ich, glaube ich, nur. Wir machen mal eine schöne Anzahl, ne? Wir machen mal 12. Nicht 10, wir machen 12. So, wir haben Iron Fans und das können wir jetzt hier reinpacken in den nächsten. Ach nee, Quark, Iron Fans brauchen wir zum Craften, das wird dämlich. Woher habe ich Iron Fans? Weiß. Habe ich. Was? Ich habe das nicht vorher gecraftet, ich weiß nicht, wo es herkommt. Mensch, was krieg. Wo muss ich es reinpacken? Nicht, dass ich jetzt falsch bin. Extruding, okay. Gut. Das ist doch richtig. So, Tiny Pile of Lead kann ich mal rausnehmen. Kann ein bisschen Lead draus machen hier. Wunderbar. Lead Dust. Schön. Das Ding hier war auf. Achso, da hatte ich ein Auto Output weggenommen. Wir haben das Ding. Okay, dann fangen wir mal an und packen mal Purified Uranium in die Thermal Centrifuge. Die muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufheizen. Die heizt sich jetzt erstmal auf 3000 Grad hoch. Das frisst jetzt ein bisschen Strom und bladibubdibub. In der Zwischenzeit kann ich jetzt hier schon mal Iron Casing. Habe ich noch ein paar? Iron. Können wir davon vielleicht auch noch mal ein paar herstellen? So 20 Stück. Bitte. Danke. Eigentlich brauchen wir es gar nicht. 16 Scaffold. Ne, die reichen sogar nicht. Brauchen ja mehr. Na, mal gucken, ob das reicht. So, machen wir das mal hier an die Wand, ne? Oder hier auf dem Boden. Ich kann das nicht da draufsetzen. So eine Kacke. Da geht's natürlich. Wir machen das mal draußen, natürlich. Im wunderschönen Freien, wie immer. Wir machen jetzt einfach mal hier so eine Fläche. Aus dem Zeug. Und das müssen wir dann einfach nur. Ich weiß nicht. Construction Foam. Ich weiß nicht, was es im Deutschen ist. Keine Ahnung. Irgend so ein. Was weiß ich. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, das ist Art Zement. So interpretiere ich es jedenfalls. Ich interpretiere es als Zement. So. Und ihr seht, das ist noch gar nicht so viel, was wir haben. Das reicht noch nicht mal richtig für den Reaktor, was ich davor habe. Weil wir brauchen ja allein mindestens einen 3x3 Feld bei einem Reaktor. Innenfläche. Ja, so. Und jetzt können wir mit dem CS-Dingenskirchen hier, mit dem CS-Sprayer, restlich machen. Wir fallen durch und haben jetzt hier Reinforced Construction Foam.
Können wir jetzt hier noch ein paar Mal machen. Beziehungsweise unser Ding ist schon leer. Also können wir nicht weitermachen. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen mehr Zeug machen. CF Powder. Ein bisschen mehr Stone Dust vielleicht mal nehmen. So, CF Powder. Upsala. Ne, das wollte ich nicht. Doch, ne, hä? So, 4 Stück. Muss erstmal reichen. Machen wir das mal. Dann brauchen wir nochmal einen universelle Fluid-Gedingelse. Können wir hier nochmal vielleicht irgendwie eins craften oder so? Nee, ne. Also ihr müsst halt hier mal gucken. Ihr kriegt einen Haufen von diesen Tiny Pile-Gedöns. Und das kann halt zum Verhängnis ein bisschen werden, weil ja, das blockiert dann hier irgendwann vielleicht alles bei euch. Das ist nicht so toll. So. Dann das noch rein, da können wir jetzt hier schon mal. Okay. 1, 2. Sehr schön, dann können wir jetzt das Ding mal füllen hier. Müssen wir halt alles jetzt hier nach und nach wieder umschütten. Aber das geht ja. CF Backpack. Was bringt denn einem CF... Ah, wahrscheinlich kann man da noch mehr speichern. Aber ich frage mich, was ich damit alles einmalen soll. Also ein Pinselgedönsen. Fällt mir nichts ein, was ich damit noch machen wollte. Achso, ich muss das so machen. Okay. Jetzt hier noch ein bisschen davon. Können das mal alles rausnehmen. Hier kann man. Und wir fangen an. Die Thermal Centrifuge beginnt ihre Arbeit. Ich habe das Ejector Upgrade drin. Einfach nur deshalb, weil wir dadurch. Ich kann ja mal gucken. Was kriegen wir aus Purified Crushed Uranium? In der Thermal Centrifuge kriegen wir 2 Tiny Pile of Uranium und 5 Uranium. Alles, was wir im Endeffekt brauchen, ist Tiny Pile of Uranium. Uranium brauchen wir nicht so viel, obwohl wir mehr kriegen. Es ist halt die einzige Möglichkeit, an Tiny Pile of Uranium zu kommen. Man könnte auch Crushed Uranium Ore nehmen, aber ihr seht, das Tiny Pile ist ein bisschen weniger. Und das ist halt das, was wir am Ende brauchen für unser Uran. Ja, wenn wir wieder die Leute verstrahlen. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid, glaubt mir. Es tut mir leid. Ich brauche das. Und dann kriege ich jetzt hier oben... Es dreht sich! Schnell! Laden wir das Ding mal schnell auf und dann kriegen wir noch unseren Reaktor mitgenommen und dann alles gut. Ja, dann denke ich mal, also wenn ich gucke dann gleich nochmal nach dem Reinforced Stone. Der wird wahrscheinlich noch nicht so weit sein, dass wir den nutzen können. Doch, der erste Reinforced Stone ist fertig. Sehr gut. So. Wir haben noch drinne. Ja, 2,5 Millibuckets, da können wir noch ein bisschen mehr machen. So. So. So, so. So, und dann können wir uns hier nochmal eine Reihe machen. Mal die Fackel mit hier. Ach guck mal, geht perfekt auf. Als Headers abgemessen. Und ich bin leer. Natürlich. Also davon werde ich dann auf jeden Fall wahrscheinlich offscreen nochmal was machen. Einfach nur, weil es dauert wirklich lange. So, und wir haben den Stack durchgehauen schon. Habe ich denn jetzt hier noch irgendwie... Ne, habe ich nicht. Gut. Man muss ja immer mal gucken, dass man jetzt nicht das ganze Zeug hier verliert. Jetzt habe ich schon wieder M gesagt. Iron Skiffert. Können wir noch was machen? Ah, klasse. Haben wir nochmal 16 Stück. CF Powder brauche ich nochmal. Und dann... Das reicht nicht mal. Brauche mehr. Ich will mehr. Immer mehr. Gib mir alles. Ja, das rennt halt jetzt relativ schnell durch. Und ihr seht hier unten, wir sind schon relativ nah am Energiegrenzende. Ich weiß gar nicht, wie viel wir im Moment verbrauchen. Oh, wir sind ganz schön gedroppt. 400 RF pro Tick brauchen wir, wenn das Ding alles läuft hier. Also... Der Origin-Plan zieht halt einen Haufen und die Terminal Refuge auch.
Also wir ziehen wahrscheinlich noch mehr, da um rennt ja noch der Rotor und alles Mögliche. Also wir ziehen schon einen Haufen. Und deswegen wird es Zeit für einen Reaktor. Das können wir auch gleich mal jetzt hier rausnehmen. Habe ich jetzt beides, ja. Ah, nein, 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 Gott sei Dank. Beinahe abgebaut hier. Ja, machen wir das mal wieder voll. Das Schöne ist, dass der ganze Construction Foam auf einmal reingeht. Das heißt, man kann das Ding wirklich komplett voll kriegen. Mit einem Mal. Und braucht nicht irgendwie zehnmal das Ding zu Dingensen da drinnen und was weiß ich, 10 Stunden brauchen wir halt nicht. Es geht relativ schnell. So. Das halt mal. Dann baue ich hier schon mal einen ersten Reinforced Stone ab. Ihr seht, es geht langsam. Es geht sehr langsam. Und deswegen machen wir Folgendes. Wir nehmen einfach unseren Wand of. Ne, nicht Wand of Excavation, Wand of Equal Trade. Kobbel. Wir gehen natürlich mit Kobbel, weil Kobbel ist cool. Kobbel ist sau cool. Kobbel macht Spaß. Mit Kobbel spielen die Kinder gern. Was weiß ich. Sonst habe ich es nicht. So. Tada. Dann machen wir jetzt einfach hier restlich auf das Zeug. Soll ich vielleicht hier. Da, nein. So. Und zwar können wir das damit mit diesem Wand of Equal Trade einfach ganz schnell ersetzen. Müsst nur aufpassen, dass ihr nicht diese Reinforced Construction Foam nehmt, weil ich weiß nicht, ob man es überhaupt wieder kriegt. Von daher, ja. Aufpassen. So, wir haben schon 23. Das heißt, wir können schon mal anfangen, die Reaktorbasis ein wenig aufzubauen. Hier unten möchte ich den ja gerne stehen haben. Und zwar hier vielleicht irgendwie, ne? Oder hier. Weiß nicht. Ich denke mal hier drüben, dass wir hier drüben so dann die beiden Reaktoren stehen haben. Ich will ja zwei machen. Wisst ihr ja. Dann bauen wir es hier hin. Ich möchte da auch diesmal gar nicht so sehr reingehen. Wir machen das wieder über Fernsteuerung alles, dass das alles wunderschön funktioniert. Und wir sind out of Reinforced Stone. Yippie. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt. Ach, ich hab das Zeug dabei. Perfekt. Dann können wir auch schon mal den Reaktor hier für sich schon mal aufbauen. Also das Hauptgedingen soll hier. Das Hauptgezuppel. Okay. Noch was Wichtiges, also es war früher möglich, mit Wasser und Obsidian die Explosion von dem Reaktor zu verhindern. Das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall. Die Blast Resistance von Obsidian wird runtergesetzt auf, ich glaube, 60 oder 50. Der Reaktor liegt weit drüber. Und das Einzige, was halt wirklich abhalten kann, ist Reinforced Stone oder Warded Stone. Was anderes kann das Zeug nicht aufhalten. Wenn da die Dingens hochgeht, dann geht die hoch. Dann geht die wirklich hoch. So. Alles klar, machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Reinforced Stone weg. Und dann später haue ich halt die ganze Fläche hier von Kobbel einmal durch und dann ist die weg. Wie sieht es denn hier aus? Relativ voll, hätte ich mal behauptet. Habe ich jetzt hier durch dummen Zufall vielleicht das Crushed? Natürlich habe ich das da reingeschmissen. Hier haben wir jetzt auch noch, das Ding ist auch schon voll. Ach du Scheiße, wir sind ja viel zu schnell für das ganze Zeug hier. Gucken wir mal unseren Uranhaushalt an. Wir haben 20 Tiny Power of Uran. Oh! Habe ich es vergessen. Ihr solltet das nicht in die Hand nehmen. Tiny Pile of Uranium, ich weiß nicht, ob das schon verstrahlt ist, aber nehmt es, wenn möglich, nicht in die Hand. Vor allem, wenn ihr es dann craften und alles Mögliche. Rennt nicht damit rum, es sei denn, ihr habt euch so einen Scuba, eine Scuba-Rüstung gemacht. Dafür brauchen wir nichts anderes als Rubber. Und zwar einen Haufen, ich mach mal 100. Dürft ihr relativ schnell gehen. Ja, guck mal hier, pro Dingens kriegen wir einen. Sehr gut. Habe ich denn das Ganze? Nein, habe ich nicht.
Ich habe kein. Ich habe nicht mal Glasspane. Doch, ich habe Glasspanes. Achso, Glas habe ich aber nicht. Ah. Problem erkannt. Das Schöne ist, durch den Induction Furnace, wenn wir zum Beispiel unter einem Stack in Auftrag geben, oder ein Stack nur, dann kann der Induction Smelter, weil der ja zwei Slots hat, auf der anderen Seite theoretisch schon das nächste gleich mitbearbeiten. Also wir haben nur Vorteile damit. Iron Bars habe ich auch. Liegt es wirklich einfach nur an den Orange Dye? Das dürfte man aber eigentlich schnell hinkriegen, jetzt denke ich mal. Da. Nee, falsch abgebogen. Hier irgendwo, da ist einer. So, gehen wir wieder zurück. Könnte ich hier jetzt eigentlich nochmal so, vielleicht hier da, diesen? Hm. Ach so, das Ding hat keine Power mehr. Ach so, ich sollte vielleicht mal hier irgendwo Overclock rausnehmen. Dafür gebe ich dem Ding hier zu wenig Power mit. Sehe, das hakelt hier ganz schön. Ich nehme mal hier den Overclocker raus. Also, wie gesagt, das Ding verbraucht einen Haufen. Und mit dem Haufen meine ich halt wirklich einen Haufen. Das ist nicht toll, was das hier an Strom frisst. Jetzt kriegen wir langsam Strom dazu. Wenn alle Overclocker raus sind, dann geht's. Okay, dann Scuba Helmet. Brauchen wir. Dann brauchen wir noch einen Hazmat Suit. Und ich habe natürlich kein Orange Diamond. Nee, du willst mich doch verarschen. Wie sieht's hier aus? Okay. Auch gleich nochmal ein bisschen was. Und dann gehe ich mal schnell auf die Suche nach orangenen Blumen. Müssten eigentlich dann hier hinten, wenn mit sein. So, haben wir hier was? Auf jeden Fall schon mal Rosenbüsche, die sind sehr gut. Die sind hier schon mal ein bisschen mehr. Jetzt brauche ich nur noch so eine orangen oder gelbe Minecraft-Blume eigentlich. Dann bin ich zufrieden. In normalen Minecraft, da findet man nur gelbe Blumen, ne? Aber kaum spielt man einmal Modded Minecraft, gibt es die ganzen Blumen nicht mehr. Sind einfach weg. Ausradiert. Von Botania verschlungen. Keine Ahnung. Hier sind noch Rosenbüsche. Mindestens gibt es die noch. Sind die noch nicht ganz ausgestorben, aber. Sonst muss ich aus Botania Blümchen was machen. Oder auch nicht. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Die Worte Artischock brauche ich nicht. Und dann ab nach Hause. Ach, Mensch. Aber ich freue mich schon wieder so ein bisschen. Wir haben bald einen Reaktor. Das heißt, wir haben bald noch eine bessere Stromversorgung wieder. Und so weiter und so fort. Das ist sehr schön. Dann craften wir jetzt noch ein bisschen orangenen Farbstoff hier. So. Das wollte ich machen. Und dann diesen da. Ah, jetzt habe ich ihn weg. Hazmat Anzug und Rubber Boots brauchen wir noch. Ich habe nicht richtig geschiftet, glaube ich. Ja, okay. Erstens sieht der nicht nur stylisch aus, wenn wir den tragen. Oh yeah. Ja. Ich finde, das sieht cool aus, wenn man da so nicht einen Helm auf hat. Dann sieht man so ein bisschen aus wie irgendein Ingenieur, was weiß ich. Gibt halt kaum Rüstung. Das Ding. Aber es ist wirklich praktisch. Für unsere Zwecke. Was ich jetzt noch mache, ich mache mal hier hinten ein Löchlein in den Boden. So. Kann ruhig weg. Und dann ziehe ich mal das an und wechseln wir mal durch. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier hingehen und können praktisch uns das Ding anziehen, wenn wir mit Uran hantieren. Hier machen wir immer noch ein bisschen Zeug. Scheiße. Ja.
War vielleicht kein guter Gedanke, gleich einen ganzen Stack Uranerz zu verarbeiten, aber wir haben es ja. Dann hätte ich auch gesagt, die Folge ist ja eigentlich jetzt zu Ende. Sagen wir nochmal M, ne? Hier, M. Eine Frage, stört das wirklich so sehr? Wenn noch jemand dran ist, der jetzt noch guckt, ne? Stört das? Stört das M? Nun gut. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Nächste Folge werden wir dann den Reaktor innen drinne fertig bauen. Also wirklich ausrüsten mit dem Zeug, was er braucht, um zu funktionieren. Und schön uns Strom zu produzieren. Und wenn wir das haben, dann können wir eigentlich, ja, frohen Mutes sein. Denn wir haben eine Stromversorgung, die uns. Ja, ich weiß, Big Reactor ist immer noch besser, aber es ist mir scheißegal. Ich mag Big Reactor nicht und wir machen keinen Big Reactor. Wo bleibt denn der Spaß? Der kann nicht hochgehen. Das Einzige, was der macht, ist, er wird irgendwann ineffizient und frisst viel Materialien. Ja, nee, nee. Viel Materialien fressen verstehe ich unter Boom, Riesenexplosion, Krater, alles kaputt. Kaboom. Entschuldigung. Okay. Dann hätte ich jetzt gesagt, das wär's dann. Ich lasse das Ding jetzt einfach durchrattern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann hier diese Fuel Rods machen. Das Zeug. Ich habe hier auch ein paar Designs noch offen. Ich weiß noch nicht, ob wir 280 Euro pro Tick machen wollen oder 380. Da muss ich gucken, ob das dann noch stimmt. Das werde ich im Singleplayer mal austesten. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schnauzer. Auf Wiedersehen. Tschüss.